Moin moin und willkommen zurück zu Mass Effect. Wir befinden uns auf dem Weg nach Ilos, denn dort will Saren auch hin. Und da reisen wir auch hin. Gucken wir, ob wir da reinkommen. Einfach so. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Ilos eine grüne Welt mit Städten. Und einfach runter. Oh, Zwischensequenz. Jetzt geht's ab. Skipper? Du musst mich nicht so nennen. Ich bin jetzt ein Verräter. Und ich sollte diese Uniform wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wir mussten das tun, Shepard. Das wissen Sie. Es gab keinen anderen Weg. Und für mich werden Sie immer der Skipper sein. Oh, Captain. Mein Captain. Whitman. Zuerst Alfred Tennyson, jetzt Walt Whitman. Du bist voller Überraschungen. Mein Vater liebte diese pralle Poesie. Meine Mutter bevorzugte hingegen Plath. Ich bin keine Frau des Wortes, Shepard. Andere Leute können meine Gedanken besser in Worte fassen als ich. Wir sind Meuterer, die mit einem gestohlenen Schlachtschiff in das gefährlichste System der Galaxis fliegen. Betrachten Sie uns einfach als die besten und klügsten Menschen. Sind wir das? Ich sage mir immer wieder, dass wir das Richtige tun. Allerdings glaube ich mir nicht so ganz. Dann glauben Sie mir. Sie tun das Richtige. Der Tod schließt alles ab. Doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun, das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. Wir kommen wieder nach Hause, Shepard. Ich glaube, dass du uns da durchführst. Oh, Captain. Mein Captain. Ist mein Rang alles, was du siehst, wenn du mich ansiehst? Nein. Ich sehe einen starken, leidenschaftlichen Mann. Mit einem tollen Hintern. Es gibt Regeln, die uns das untersagen. Weißt du das? Bist du bereit, mit den Konsequenzen zu leben? Ich habe mein ganzes Leben gekämpft, um das zu kriegen, was ich haben wollte. Und dafür musste ich auf viele Dinge verzichten. Während der ganzen Zeit hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass ich das, worum ich kämpfte, auch verdient hätte. Bleiben Sie bei mir. Bei dir fühle ich mich jedoch gut. Schlaf heute Nacht hier, Ash. Bei mir. Tapfere Worte, Shepard. Das gefällt mir. Kein Spielchen. Dies ist kein Wettbewerb, Ash. Ich mache dir nichts vor, Shepard. Aber du wirst es schon noch lernen. Oh. Der Computersex sieht immer so ein bisschen merkwürdig aus, oder? Wir sehen wahrscheinlich nichts. Nicht wie beim Witcher. Oh, wir sehen doch was. Na, aber es ist ein bisschen steif, ne? Ist ja nicht. Also steif bestimmt was, aber ich meine jetzt, die Figuren wirken so ein bisschen steif. Ah, das ging ja schnell. Ich dachte, in der Schwerelosigkeit wäre es ein bisschen. Huch, er ist schon wieder angezogen. Kannst du bitte gehen? Nicht schlecht. Das gibt dem Runter- und 20 Liegestütze eine ganz andere Bedeutung, was? Würdest du die Augen verdrehen, wenn ich zugebe, dass ich zum ersten Mal seit Monaten das Gefühl habe, dass mit der Galaxis alles in Ordnung ist? Ja. Brücke an Commander Shepard. Wir erreichen in 5 Minuten das Mu-Portal. Die Pflicht ruft. Geh auf die Brücke, Skipper. Ich muss erst noch die anderen Waffen überprüfen. Hey, Shepard? Was immer da unten passiert, da wollte ich vorher nur noch sagen... Warte. Weißt du was? Ich sag's lieber nicht. Wenn du das wirklich hören willst, dann musst du schon zu mir zurückkommen. Uiuiui. Schon ganze Flotte von Saren da. Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen.
Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Okay, ich nehme... Ich nehme hier Sie und ihn. Ich hoffe nicht, dass ich mich entscheiden muss für jemanden, der sterben muss. Das wäre ärgerlich. Naja. Flachgelegt hat er sich ja schon, also von daher... Kann es ihm ja anscheinend egal sein. Aber wir haben es geschafft zumindest. So. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. So, bevor wir das machen... ein paar Punkte vergeben nochmal hier. Speichern gleich nochmal. Und dann geht's da rein. Ein kleiner Überfall auf uns hier. Direkt hier hin. Hier sind. Die hätte die Kiste. Da. Oh nein! Schließen Sie bitte den Controller an. Na gerade, schließen Sie bitte den Controller an. Lustigerweise ist der eigentlich relativ voll. Oh nein. Gut, fangen wir direkt wieder an. Na, da müssen wir schon aufpassen. Die sind ein bisschen härter. Die müssen wir natürlich von der anderen Seite irgendwie beballern. Jetzt hatten wir ja, ne? Können wir mal gucken. Okay.
Oh. Einer ist da noch. Nein! Der letzte Schuss hat mich niedergestreckt. Ist das Quatsch jetzt gerade oder was? Muss ich veräppeln? Ganz ehrlich. Was Rotes ist da hinten noch. Was schießen die denn da? Wieder gar nichts. Na gut, komm schon gleich. Hinter der Mauer sein. Noch ein Gate-Schütze anscheinend. Schau mal. Okay. Gut, wir sammeln nochmal hier schnell was ein. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, aber wir gehen jetzt alles mal durch hier. Irgendwas übersehen, das wäre auch fatal. Ja, wir hier kurz gucken, können wir ein bisschen besser raus, was wir bekommen? Speichern nochmal. Aber eigentlich sind wir ganz gut dabei, ne? Okay, hier kommt irgendwas. Geht
Hier auch nicht längs. Da kann man nicht durch. Das ist wie ein kleines Labyrinth hier. Okay, es geht wohl doch hier links. Da hinten ist noch einer. Oder unten oder da hinten, weiß man nicht, ne? So, das bist du, Entschuldigung. Mein Kollege. Fahrstuhl aktivieren, okay. Das klingt doch gut. Wo wir hin sollen, das ist das Problem. Gehen wir hier runter oder was? Hier können wir gar nicht runter. Gibt es hier irgendwas, was wir machen können hier? Ich glaube nicht. Hä? Das weiß ich auch nicht, wo wir hin sollen. Da oben gab es doch keinen Weg. Dann laufen wir selber da hoch. Wow. Ach so, da war das okay. Nicht schlecht. Also meine Kameraden reißen schon was hier, ne? Muss man sagen. Ah, guck mal, hier ist noch ein Fahrstuhl. Gehen wir den hier mal. Kommt uns der irgendwo hin? Und komisch, oder? So ein bisschen? Ein bisschen komisch ist schon. Ist auch alles hier blockiert, man kann hier nicht sehen. Gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hereinzukommen. Kriegen wir hin. Okay, warte mal. Mal kurz uns richtig heilen hier. Ich speichere trotzdem mal zwischendurch, weil ich könnte das alles normal zu machen. Die garantiert Figuren da. Oh. Oh. So ein scheiß Verwüsterer. Okay. Da brauche ich eine andere Waffe. Da komme ich wieder mit der Dings nicht so schnell. Kann ich mir schnell gar nicht reagieren, wie der angeschossen kommt. So, mal gucken.
nicht mehr in Deckung gehen hier. Oh. Wow, da müssen wir kurz heilen hier. Der hilft uns jetzt wahrscheinlich, oder was? Okay. Kann ob die jetzt uns wirklich helfen, aber anscheinend hätte man die auch vorher irgendwie schon in Gang setzen können? Anscheinend nicht. Hier hochgehen. Ah. Ein Sicherheitspult. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment. Da passiert gerade etwas. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich. Die Dechiffrierung muss ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Es ist nicht sehr deutlich. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten! Nicht aufzuhalten! Okay. Runter. Da noch irgendein Ding. Okay, wir müssen langsam ein paar Waffen mal loswerden. So viel kann ich ja mehr mit mir rumtragen. Aber, bevor wir jetzt Saren an uns stellen, machen wir es beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, Holodrio.